Ja, huhu, hier wieder beim Koali und beim Lestrak-Tag. in der Secret World in Ägypten. Endlich im Urlaub, Lestrak. Ja. Ja. Und trotzdem haben wir was zu tun. Bist du Denn sicher, dass du auch diesmal nichts vergessen hast? ja, Schatz. Ich will dich nicht wieder in Agartha verlieren und wieder suchen müssen. Ist klar. Hier ist Wissen. Zack. Das ist übrigens jetzt der Nachteil, wenn ich jetzt mit dem Malael hier zusammen, weil der ist schon anders weiter als Eukalypter und kann jetzt bestimmte Sachen halt auch noch nicht mehr sehen, ne? Ja, was die wissen zum Beispiel hier, konnte ich überhaupt nicht sehen. Ja. Aber wenn ich das damit übersehen hätte, hätte ich mich auch schämen müssen. Sollen wir hier mal direkt hier Shanis Auftrag annehmen? Ja, klar. Und hier Shanis Notizen auch wahrscheinlich. Das hängt wahrscheinlich irgendwie zusammen. Okay, Shani, rede mit uns. Eine Filmsequenz. Bringen Sie uns heute Verstärkung mit. Wir könnten Verstärkung gebrauchen. Wir haben schon das Umland von Almaraya verloren. Der Ort selbst darf um keinen Preis fallen. Darum sind wir hier. Wir sind die Maria, junge Krieger eines alten Landes, des Schwarzen Landes. Ein Land alter Religionen, alter Feinde. Fragen Sie die Wüste, woran sie sich erinnert. Das ist nur so eine Redensart. Boss, diese Pläne. Ich weiß. Ich weiß, es ist nicht wie in den Geschichten. Als die geschrieben wurden, da gab es keine Maschinengewehre. Ägyptens Stärke ist sein Volk. Immer und immer wieder, wenn seine Stimme unterdrückt wird, hebt es seine Fäuste. Der Kult von Aton, er fürchtet das Volk. Also bringt er die Menschen mit giftigen Worten und Drogen dazu, sich dem Aufstand anzuschließen. Ein Aufstand, der die Freiheit verachtet und nur hirnlose Sklaven schafft. Sklaven eines großen Feindes, der einfach alles hasst. Dies ist seine Heimat. Sie bereiten sie für seine Rückkehr vor. Wir kämpfen, aber jeden Tag hat Aton noch mehr Sklaven. So viele. Bald schaffen wir es nicht mehr, ohne extreme Maßnahmen zu ergreifen. Das Ganze begann als Guerillakrieg. Aber jetzt. Jetzt ist es ein offener Kampf zwischen den Maya und unserem alten Feind. Jo, okay. Ich finde es immer ganz lustig, wie die Zwischensequenzen so fast nichts mit dem eigentlichen Auftrag zu tun haben, aber gut. Ach, das ist dir aufgefallen. Ja. So, ich nehme mal hier die Shanis Notizen, das erste auch direkt mal an. Hier ist einer mit dem Motorrad. Ey, ja, verpiss dich. Nur das erste, nicht beide Notizen? Da können wir auch beide Notizen. Okay. Zack, beide. Na gut. So, wo gehen wir denn zuerst hin? Geh mal vor, du kennst dich hier aus. Ja, ich war hier mal Du bist der vorher. Endgame-Charakter. Ja, jetzt gerade nicht. Auch wenn mir alle Quests sehr leicht angezeigt werden. Da ist ein Esel, lass ihn kaputt machen. Oh, ein Gegner. Er schießt ihn. Omar Musa. Ich finde ja diese Rede, die die gehalten hat, ein bisschen krass, wenn man bedenkt, was wirklich in Ägypten so abgegangen ist. So. Ich glaube, dass, also nachdem das Spiel eigentlich erschienen ist, glaube ich erst, aber so mit Ja. Aufstand und das Volk kämpft und so und, ne? Jupp. Ich weiß, was du meinst. Naja. Was hast du eigentlich für ein fettes Schwert? Das sieht ziemlich fett aus. Ja. Das kriegen halt die Templer. Was kriegen die Drachen? Katanas. Ah, cool. Was steht da? Eingeweihter Dorfbewohner? In was eingeweiht?
Hier auf. Aua! Die nicht angreifen. Warum die nicht? Nicht angreifen. Warum? Weil du die nicht töten kannst. Warum nicht? Weil die, weil die dafür geplant sind, dass man den Fallen stellt. Und sie mit Minen ausschaltet. Okay. Im normalen RP würde man das Railroading nennen. Okay. Ja. Kenn den Begriff nicht. Railroading ist, wenn man als Spielleiter, also hiermit als Programmierer des Spiels quasi, ja, nicht möchte oder möchte, dass die Spieler gewisse Sachen machen und sie dann wie auf einer Schiene dahin leitet. Ja, das ist das traumhafteste Rollenspiel überhaupt. Ja, das ist meistens nicht sehr positiv besetzt, der Begriff. So, was ist denn hier los? Götzenbild des Aton. Aton, Aton, Aton. Wo ist das nochmal? Aus die Flucht der Mumie oder sowas, ne? Aton, keine Ahnung. Nein, das ist später, sagt es jemand. So, Chat, so. Aton, Aton. Oh, sorry. Ich glaube, das ist aus einem Film. Okay. Aus die Mumie, glaube ich. Ja, weil Aton töten wir hier am Ende. Ist ja auch ein ägyptischer Gott. Deswegen müssen wir den ja wahrscheinlich töten. Ne? Aber du spoilerst schon wieder, ne? Ich dachte, das wäre klar. Was haben wir denn hier? Plus Angriffswert, plus Durchdringungswert. Bedarf. Und irgendein Scheiß. Glyphen. Und Objekt ausrüsten. Vergiss nicht, das Wasser einzusammeln. Ich bin hier noch am Sortieren meines Inventars. Okay. Man muss hier mit die Fässer kann man zerschießen, oder was? Ja. Wäre aber nur sinnig, wenn Gegner in der Nähe sind. Okay. Also immer. Ist hier drin auch was? Oh, ganz viel. Schöne Musik hier drin. Ja, da hat man das Bedürfnis dazu zu tanzen. Wenn du das sagst, wird das so sein. Bist du eigentlich ein guter Tänzer? Nein. Weil ich weiß, vor einigen Folgen hattest du mich das mal gefragt. Nein, bin ich nicht. Doch. Tanzt du denn gerne? Nein, ist mir zu anstrengend. Das ist die ehrlichste Antwort, die ich erwartet habe. Das ist ehrlich, das ist echt eine ehrliche Antwort. Ja. Ich bin auch nie groß in Discos oder sowas gegangen. Ich habe in Discos gearbeitet als Kellner. Und deswegen weiß ich, wie es da so ein bisschen abgeht. Mir war das immer ziemlich albern. Wenn man so als Dritter irgendwie da drin steht, also als Kellner da steht und dann ganz genau mitkriegt, wie dann die Frauen die Männer ausnutzen und die Männer die Frauen versuchen über den Tisch zu ziehen, also das war ziemlich albern. Ich wurde meistens immer mitgeschleift, weil ich den Führerschein hatte. Okay. Ich schieße auf das Götzenbild des Aton. Da. Guck mal, hier ist auch noch ein gereinigtes Wasser. Oh, hier ist eine Tür. Ja. Und hier ist ein Anführer. Nein, den müssen wir später töten. Okay, aber hier ist Wasser. Oh ja. Na? Okay, du hast es eingesammelt. Jetzt kommen sie doch und gehen auf dich zu. Töten wir sie trotzdem. Na, du machst hier schon ganz schön Schaden, ne? Oh. Das Equip, das ich jetzt auch habe, ist ja auch etwas besser als das, was Lethrak hatte. Ja? Ein Tickchen besser.
Ich hatte ja fast nur Sachen, die nur Lebenspunkte geben. Aber für den hier habe ich jetzt nur grüne Sachen gekauft. Das bedeutet, da war auch noch Schaden drauf. Ah, okay. Hier ist auch noch mal gereinigtes Wasser. Noch zwei. Zwei. Dum, dum. Die Musik. Dum, dum. Da. Eins habe ich, zwei entdeckt. Ja. Alles klar. Wir sind nur Touristen, die Wasser kaufen. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Wir bezahlen dafür? Nein. Ich wollte schon sagen. Natürlich ist das Wasser, wir haben ja All-Inclusive gebucht, ne? Umsonst. Ich beschäftige mich in der Tat gerade mit Urlaubsplanung. Oh, wo soll's hingehen? Ja, ist noch nicht so ganz raus. Aber ich habe noch nie, also ich habe als Kind halt, bin ich mal öfter weggefahren mit meinen Eltern. Aber seit ich aus der Schule raus bin, habe ich quasi keinen Urlaub gehabt. Oh, das tut's gut. Okay, Urlaub wäre schön, natürlich, aber... So, und das, ich versuche jetzt mich gerade durch so Kataloge durchzuwälzen. Das ist ja echt eine Welt für sich so, ne? Echt, also wenn du mal Empfehlungen brauchst für Orte, sag Bescheid. Ja. Ich überlege gerade, ob ich mal wieder dahin fahren soll, was ich als Kind cool fand. Oder ob ich das gerade... Legoland. Nee, ob ich das gerade nicht machen soll, um mir die Kindheitserinnerung zu bewahren. Na. Wo warst du denn? Auf Lanzarote. Okay, da war ich noch, die kann ich nicht mitreden. Da gibt's, also das ist ja eine Vulkaninsel und da gibt's halt einen aktiven Vulkan und halt so eine Feuerwüste aus Lavagestein und so. Und dann, das war, fand ich ziemlich beeindruckend als Kind. Lebensmittelvorräte. Mhm. Braucht man noch 11 Stück. Ich kann mich noch erinnern, da gab's dann so eine Aktion mitten in den Lavabergen. Da konnte man hat man so einen Führer gehabt und der hat dann Wasser in ein Erdloch reingegossen und 20 Sekunden später ist das Ding als Wasserdampffontäne wieder hochgekommen. Das fand ich schon ziemlich cool. Okay. Oder das Restaurant, was die mitten auf den Vulkan gebaut haben. Der hängt so quasi über dem Vulkan. Und die haben ganz viel Grillfleisch und grillen über einem Erdloch. Also ohne irgendwie Feuer oder so, also nur mit dem Vulkanhitze. Ziemlich cool. Aber es ist halt alles so ein bisschen kindheitsgeschönt, hab ich das Gefühl. Und ich weiß nicht, ob ich mir das nicht kaputt mache, wenn ich da jetzt nochmal hinfahre. Und hast du sonst noch Ideen? Also abgesehen von dem Kindheitstrauma, sag ich jetzt mal. Trauma? Ja, wenn du so viel Angst davor hast. Ja, nee, Angst habe ich ja nicht richtig von. Aber... Was steht noch zur Auswahl? Ich würde auf jeden Fall irgendwo in die Sonne fahren wollen. Ist halt noch nicht alles, noch nicht so ganz so spruchreif. Ja, okay. Sowas wie Türkei, Australien. Ja, Australien ist, glaube ich, ein bisschen teuer. Kann sein, ich habe die Rechnung nie bezahlt. Türkei weiß ich auch nicht unbedingt, ob ich das machen will, weil ich den türkischen Staat nicht so besonders gut finde. So in seiner Gänze. Und seiner politischen Ausrichtung weiß ich nicht, ob ich dem Touristen Gelder in den Hals stecken will. Deswegen würde ich auch nie nach Amerika fahren, zum Beispiel. Ah. Zumindest jetzt gerade nicht. Oder Israel würde ich auch nicht machen. Den Sack da links nicht einsammeln. Warum? Weil der schwarzen Dampf ablässt, wenn du genau drauf achtest. Das bedeutet, der ist verseucht und wir werden angegriffen, wenn wir den aufheben. Aha. Ich habe aber schon so einen verseuchten Sack, habe ich eben schon aufgenommen. Nein, dann kontaminierst du alles, was wir eingesammelt haben. What? Das war ein Scherz. Der hier raucht aber nicht.
Und trotzdem sind wir infiziert. Wir? Du? Dich hat's nicht getroffen? Doch. Wie lame. Hier unten ist auch einer. Ach, stimmt, das Artefakt macht das. Zack, noch drei. Noch drei! Ja, aber wenn die Leute draußen Ideen haben. Wieso? Ich rede doch jetzt schon mit dir. Ja, du hast ja noch keine vernünftige Idee geäußert bisher. Also aus der Türkei. Oder Australien? Australien ist, wie gesagt, ja ein bisschen teuer, glaube ich. War trotzdem eine richtig gute Idee. Ja, ich würde auch gerne nach Australien. Das allein, weil die Koalas da ja wohnen. Das war auch mein Gedanke dabei. Ja. Okay, Griechenland, wahrscheinlich auch nicht dann. So. Ist halt schwer, ne? Also, Norwegen. Ach nee, du wolltest Sonne. Ja, ich würde, wenn dann irgendwann im Frühjahr halt fahren, wo hier richtig Winter ist und dann mal so eine Auszeit vom Winter haben, ne? Ich meine, Lanzarote hat auch Winter zu der Zeit. Hier ist jemand, der mich angreift gerade. Nicht zurück, nicht zurück. Autsch. Der Aufwiegler. Okay. Nee, aber bleibt ja nicht mehr viel über irgendwie. Oder halt dieses Standardzeug seit Mallorca oder so, ne? Mallorca? Da war ich noch nicht. Mallorca, Ibiza, wohl so richtig Partyurlaub habe ich auch keinen Bock drauf. Ich eigentlich mehr so Entspannungsurlaub haben. Das ist auch eher was für Leute, die eine Freundin suchen oder sowas. Ja. Oder ein bisschen Spaß halt. Nee, ich fahre ja mit, wenn dann mit meiner Freundin weg. Ja, deswegen meine ich ja. Mein Stiefbruder hat seine jetzige Frau auf Mallorca kennengelernt. Okay. Das ist doch schön. Ja. War das nicht einer von den Typen? Ist das nicht hier der Typ doch gewesen hier? Welcher Typ? Ich meine, mich erinnern zu können, dass hier... Egal. Irgendeine Quest war das, wo man auch so Typen suchen musste. Dann hing der irgendwo am Pfahl. Ja, zu dem kommen wir noch. Aua! Aua! What the fuck? Aua! Moment, einmal Malael wieder heilen. Guck mal, wie schnell das geht. Der einzige Nachteil in diesem scheiß Verbraucherskill ist, dass er lange braucht, bis er schießt. Aua! Ein Medaillon mit Angriffswert und Gesundheit. Das ist was für dich halbwegs, ne? Ja. Ich mach mal Verzicht. Wie viel KP brauche ich denn für meinen nächsten Skill hier? 27, also noch einen. Boah, diese Maske hinten auf, der Chaos-Fokus sieht schon lame aus. Lame? Bedeutet schlecht oder gut? Es ist ja so ein Twitter-Wort lame, ne? Das kann ja beides heißen. Ja, deswegen frage ich ja nach. Passt irgendwie so gar nicht zu deinem Outfit. Ja, das ist mir auch absolut klar. Deswegen lasse ich ja meine Waffen meistens auch verschwinden. Ah, nee, aber das Schwert ist doch geil. Das Schwert schon, aber du kannst die auch einzeln ausschalten, ne, weißt du? Ja, weiß ich. Da kommt einer. Ich bleib hier auf dem Wagen stehen. Ey, wie erwischt er mich denn hier? Gut, ich erwische ihn ja auch, aber... Ja, die sind halt auch sehr modern ausgerüstet. Ja, nicht so wie die Zombies, ne, in Kingsmith. Da
Dabei sind die Gegner hier richtig nervig und werden noch nerviger. Echt? Ja. Ich sollte mich mal ein bisschen wieder heilen. Vor allen Dingen, weil der jetzt auf mich geht. Der Sack. Gehst du weg von mir? So. Ach ja, genau, den meine ich. Mhm. Oh, ich muss sagen, ich kenne das echt noch gut hier. Bin selber überrascht. Oh, hinter uns ein Aufwiegler. Und dicker. Wie er stöhnt. Ich kann auch gut stöhnen. Das wollen wir alle nicht hören. Du hast mit dem Thema angefangen. Ich hab's nur vertieft. Nein, der Aufwiegler hat damit angefangen, wenn man ganz, ganz genau nimmt. Ja. Pingelig gesehen könnte man das behaupten. Tim. Hier irgendwo muss auch noch einer sein. Ja, ich glaube, der war oben auf dem Dach. Gott, stimmt, das war ja diese. Kann man hier, glaube ich, hoch? Ja, hier nicht, oder? Irgendwo kann man hoch aufs Dach. Ich gehe mal den anderen holen. Oh, da würde ich mich schön amüsieren darf mit dem Dach, ne? Bitte? Damit ich mich schön mit dem Dach amüsieren darf. Ich weiß ja gar nicht, ob das, wenn du so weit weg bist, auch zählt. Sie haben recht. Wir müssen uns wehren. Ich werde da sein. Versprochen. Hat's gezählt? Nein. Verdammt. Aber ich habe einen Weg zum Dach gefunden, glaube ich. Echt? Frag mich nicht wie. Okay. Wahrscheinlich wäre ich nicht dazu in der Lage, den Weg nochmal zu finden. Okay, hier gibt's nicht raus. Gedacht, nein! Ich bin runtergefallen. Das ist nicht gut. Ah, Treppe nach oben ist immer gut. Hier ist Wissen. Ich habe Wissen gefunden. Ja, Wissen ist wichtig für die Eukalypta. Dach. Afrika. Was, Afrika? Urlaubsort. Achso, ja, klar. Ja, ich denke nur daran, dir zu helfen. Ja. Ich habe momentan auch nicht viel anderes zu tun, muss man dazu sagen. So, hier rum. Und dann... Ich habe ihn gefunden. Den Typen, glaube ich. Okay, dann klick ihn an. Ja, noch bist du in der Nähe, ne? Ja. Moment, stopp, nee. Ich bin hier auch zwar auf dem Dach, aber hier ist er nicht. Ach nee, der war in dem Haus drin. Ah, ja, okay. Ich habe Wissen gefunden. Ich dachte, das wäre nicht mal mehr möglich. Okay, du kannst den Typen gar nicht hier... Okay, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn ja auch gerade angeklickt. So, zwei noch? Nee, Bericht senden. Okay, neuer Skill. Und ich muss den anderen erst holen. So, noch zwei Skills, dann habe ich Ernte und Saat. Kann man bestimmt gut gebrauchen in der Wüste. Meinst du, es gibt irgendwo auf der Welt ein Koala-Streichelzoo?
Ein Koala streichelt so? Hm? Warum nicht? Keine Ahnung, weil es aggressiv ist. Also ich weiß, dass es in Port Macquarie an der Ostküste in Australien, da gibt es ein Koala-Hospital. Hm? Dass man da auch Koalas streicheln kann. Okay. Ja. Sind die vom Aussterben bedroht? Im Prinzip schon, womit die momentan in manchen Gegenden von Australien zum Abschuss freigegeben sind. Das ist doch gemein, die sind doch süß. Ja. Ist denn das Fell so schön, oder? Nein, nicht deswegen, sondern weil die der Lebensraum ist ja ziemlich begrenzt von Koalas. Und in den kleinen Lebensräumen, die sie noch haben, vermehren die sich halt wie die Fliegen, also wie die ihre Kanickel, mehr oder weniger. Und wie viele Jungen kriegen die denn? Ja, nicht so viel, aber die, ne, die sind halt in ihren Schutzgebieten da relativ alleine und auch beschützt. So, und dann da haben die sich inzwischen so viel vermehrt, dass sie schon wieder zu viele sind da. Und sich halt gegenseitig oh, ich kann gerade durch die Wand glitschen, ganz witzig. Also, dass sie sich da gegenseitig in die Quere kommen. Und das dann ist halt nicht so gut für Populationen und so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin hier gerade wieder lost in irgendwo. Ja, aber es wird langweilig, wenn du alle Folgen Lost nennst. Ich glaube, ich bin jetzt bei dir. Sehr gut. Ja, gut. Ja, jetzt mache ich weiter noch ein bisschen mit dir die Hauptquest. Ich muss noch die Vorräte ins Café bringen. Ach so! Das hättest du schon. Nein. Da oben ist Wissen. Ja, sehe ich auch. Dann gehen wir da nochmal hin. Ups, so nicht. Glitch. Nein. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, schon komisch, ne? Ich habe mir das Wissen nicht geholt, aber ich kannte genau den Weg. Ich komme nicht mehr raus. Dann drück im Notfall einfach zu mir, treffen mit mir. Da wärst du ja in meine Nähe geportet. Ich porte mich jetzt zum nächsten Anima-Quelle. Ja, aber das kostet dich Geld. Ja, das treffen ist nicht. Richtig. Und dann wärst du auch zur nächsten geportet worden. Das ist richtig. Wo ist denn dieses Café? Ah, hier. Oder? Ja. Ach, das Story-Ding hast du da schon? Welches Story-Ding? Die Story-Szene, die es hier, da hier in der Nähe gibt. Gibt's eine Story-Szene? Ja. Komm mal mit. In die Richtung, in die ich gucke. Ja. Da gehst du hin. Ach so, ja, doch. Das ist ja bei mir noch markiert, ja. Oh ja, Story-Szene. Wie unrealistisch. Vorsicht, die Schutzzauber. Sie machen keinen Unterschied zwischen Freund und Feind. Sobald etwas nach Anima riecht, rein oder befleckt, geht das Feuerwerk los. Das war der dritte Angriff in drei Tagen. Wir werden aggressiver und unsere Verteidigung geht in die Knie. Hilfe war nötig, muchas gracias. Das ist alles, was ich habe. Die gesamte Abordnung des Rats von Venedig. Eine Agentin, Amparo Osorio, Buenas und eine Handvoll bewaffneter Helfer. Bei weitem nicht genug für eine Situation wie diese. Etwas ist hier schrecklich schiefgegangen. Und zwar außer den Erdbeben, Heuschreckenschwärmen und dem Feuerregen. Ich glaube, dass etwas von ihr weggenommen wurde.
Ein gefährliches Artefakt, das den grausamen Wind lenkt, der diese finsteren Wolken hergebracht hat. Ich bin überzeugt, die Orochi hängen mit drin. Irgendwie. Und die Phönizier auch. Ihre Loyalität ist käuflich. Aber dann ist da noch jemand. Jemand mit enormen Ressourcen und Freunden an höchster Stelle. Sonst weiß ich darüber nichts. Und der Rat will nicht zuhören. Niemand hört zu. Meine Berichte verschwinden in den Akten. Und ich bekomme die erforderlichen Ressourcen nicht. Es ist, als würde mich jemand absichtlich ausbremsen wollen. Also grabe ich auf eigene Faust und errege die Aufmerksamkeit der Kultisten. Ich fürchte, dem Rat könnte Gefahr von innen drohen. Ich weiß nicht, wem ich trauen kann und ob ich die Wahrheit finden oder lieber tief unter dem Sand vergraben soll. Ich weiß nur, das hier ist zu wichtig, um es zu vergraben. Zu wichtig, um es geheim zu halten. Was auch geschehen ist, es war direkt hier, in dieser Stadt. Normale Menschen wurden verwandelt in herrenlose, mörderische Wesen, die nur Finsternis, Tod und Zerstörung kennen. Aber wie Schafe trotten sie nur hinterher. Und folgt man ihnen, führen sie einen vielleicht zum Schäfer, nicht wahr? Ja. Nicht wahr. Zu Ende? Yep. Wissen. Nein, ich will nicht den Shop öffnen. Ich will das Wissen. Gib mir das Wissen. Yes. So, gibt's denn hier was Tolles in dem Shop überhaupt? Ja, alles überteuert. Mhm. Überteuert also. Zeitmesser. Ja, okay. Kaufbare Objekte anzeigen. Keine. Na gut. Und was hat der? Der hat Ambrosia. Oh. Der auch was? Ich habe hier auf dem Dach Wissen gefunden. Moment. Der hat nur Scheiße. Okay. Gibt's hier nicht einen, der Waffen verkauft? Anscheinend nicht. Nehmen wir denn von hier eine Quest mit? Wir haben doch noch eine Hauptquest. Ja, stimmt, wir haben noch eine Hauptquest. Auf dem Dach? Wo, auf welchem Dach bist denn du? Ja. Okay. Ja, einfach hoch. Mhm. Einfach hoch. So gut gesagt. Wo bist du denn? Ich suche den Weg hoch. Hab ich doch gezeigt, hier. Da, auf dem Dach. Ich dachte, auf dem anderen Dach. Und hier ist Wissen. So viel Wissen. Ja. So, und jetzt müssen wir hier, Moment, andere Quest wieder aktualisieren. Das Gebiet von Kultisten säubern. Jupp. Irgendwie ist. Ja, egal. Muss ich da am Eingang noch das andere Wissen noch holen. Wo ich eben in die Wand geglitscht bin. Dann komm mal mit, dann zeige ich dir den richtigen Weg. Ja, aber der Weg hier geht doch eigentlich. Ja, wenn du wieder glitschen willst, okay. Wieso? Hier, da glitscht doch keiner. Hier führt eine richtige Treppe hoch, wo du einfach nur dann runterspringen musst. So. Wo war das Problem? Warum einfach, wenn es kompliziert geht, ne? Ja, genau. Säubern wir von Kultisten. Hinter dir ist einer her. Hinter Warum? Mir auch. Ich hab dir nichts getan. Schießen wir eine Runde. Liebe Mädchen und Jungen, wenn ihr mal in Ägypten seid und jemand sagt euch, kommt zum Atron-Kult, tu's nicht.
So, da hinten müssen wir hin. Wo bist du schon wieder? Du läufst immer... Runtergesprungen. Du läufst immer irgendwie... Der Aufwiegler hat dich getroffen. Och nee. Was denn? Ich hab wieder dieses scheiß Ding direkt vor dem Gesicht. Welches scheiß Ding? Ach, das. Ja. Warum ist das immer direkt vom Gesicht? Keine Ahnung, das kann man nicht umstellen. Das ist so ein riesiger Button, der direkt vor deinem Gesicht rumkeucht und fleucht. So. Ich skateboarde mal vor. Mach das. Denk dran, Uniform anziehen und... The lords of the boards. The lords of the boards. Ich hab hier so einen ganzen Mob, nur für dich. Ich hätte mir die Flügel aufbewahren sollen. Wieso? Was können die? Irgendwie 30.000 Damage machen. Okay. Ich hab ein KP gekriegt. Warum auch immer. Und ich bin gleich tot, wenn du mich nicht langsam heilst. Was? Du bist doch Endgame. Nicht mit dem Equip. Hey, du hast so komische Flügel. Ja, aber die kann ich vielleicht, keine Ahnung, wie oft. Die kann ich jetzt nicht, die kann ich nicht spammen. Dann könnte ich ja alleine durch Raids laufen. Ach ja. Ne, liebe Leute, wie er nach Heilung lechzt. Ja. Oh, süße Heilung. Die willst du haben? Okay. Hier fliegen die KPs aber nur so durch die Gegend, ey. Ja, brauche ich auch. Ja, me too. Aber wir sind hier falsch. Wir müssen hier nach ganz woanders. Wir müssen auch hier auf die Brücke. Und jetzt den Aton-Erwecker auf der Brücke töten. Den. Bei mir ist immer noch das Gebiet von Kultisten säubern. Zwei von drei. Bei mir nicht. Bei mir schon. Ich muss den Aton-Erwecker auf der Brücke, der schon lange tot ist, töten. Lass Malael in Ruhe. Ich könnte mich aber langsam mal wieder buffen hier. Jetzt habe ich das. Ja, jetzt ist sie auch wieder respawned. Töten wir sie. Bleib bei Malael. Krass, was... Wie kann man sowas sagen? Hä? Sieh nur, wie deine Gunst meine Haut verbrennt. Ich bin sowas von gesegnet. Wie kann man sowas sagen? Wenn man dem Aton-Kult verfallen ist, kann man vieles sagen, wenn der Tag lang ist, anscheinend. Ich meine, das ist ja schon mehr als Gehirnwäsche. Natürlich, natürlich. So, jetzt müssen wir die östlichen Vororte von Kultisten sammeln, aber das machen wir erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Secret World mit, ich weiß meinen Namen nicht mehr und... Koali und Lethrak Dark. Mist, jetzt hast du gespoilert. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.